Mittlerweile gibt es einen ausführlicheren Fanbericht zu den Geschehnissen rund um den vergangenen Battleground Pay-Per-View. So wird berichtet, dass sich viele Zuschauer während des Main Events mit Freunden verständigt haben, die das Punjabi Prison Match zu Hause am TV-Bildschirm gesehen haben. So sei es in der Halle für den Großteil der Zuschauer schlicht kaum möglich gewesen, etwas durch die Bambuskäfige zu erkennen. Außerdem heißt es, dass die Stage deutlich eingerückt an der Halle stand, möglicherweise um die Kapazität der Halle etwas zu senken und leere Plätze zu vermeiden oder zu verstecken. Trotzdem war Battleground nicht ausverkauft. Bereits am Montag berichteten wir darüber, dass Fans während des Main Events sogar die Arena verlassen haben. Kommt es schon bald zum nächsten Superstar Shake-Up? Derzeit gibt es Gerüchte und Spekulationen, dass Raw und SmackDown wenige Wochen nach dem SummerSlam erneut durchgemischt werden könnten. Der letzte Shake-Up fand bekanntlich im April diesen Jahres statt. Bekanntermaßen kam es am Sonntag zum Comeback des Great Khali. In einem Update heißt es nun, dass er Jinder Mahal helfen soll, bei den indischen Fans overzukommen. Die indischen WWE-Kommentatoren bekommen es des Weiteren als ihre Pflicht aufgetragen, stetig zu wiederholen, dass Mahal für 1,3 Milliarden Menschen ein Held ist und der Inder über die bösen Amerikaner siegen wird. Bisher war die WWE trotz aller Bemühungen enttäuscht über die Reaktion auf den Mahal-Push. Allerdings will die WWE das Experiment Mahal weiterhin nicht aufgeben. So möchte man einen finanziellen Mehrwert auf dem indischen Markt erzwingen. Ob der Great Khali nun regelmäßig zu sehen sein wird, ist aber weiterhin unklar. Samoa Joe äußerte sich in einem Interview zu seiner Matchplanung mit Brock Lesnar. So sagte Joe, dass Lesnar kein Typ sei, der sich im Voraus gern mit der Planung seiner Matches beschäftigt. Brock möchte herausgehen und einfach loslegen. Lesnar sei generell kein Mensch, der im Voraus plant. So habe sich Joe in das Match begeben, ohne wirklich zu wissen, was genau auf ihn zukommt. Vor dem Match sollen sich beide noch verständigt haben, indem sie sagten, wenn wir uns zerfetzen wollen, dann zerfetzen wir uns einfach. Achtung SmackDown-Spoiler! Bei der gestern Nacht stattfindenden SmackDown-Ausgabe kam es zu einem erneuten Titelwechsel des United States Championship. Wie nun bekannt wurde, war für den Battleground Pay-Per-View am Sonntag ein Sieg von AJ Styles geplant. Während die Show bereits lief und Styles und Owens sich auf ihr Match vorbereiteten, warf Vince McMahon sämtliche Pläne um und entschied sich dafür, dass Kevin Owens den Titel gewinnen solle. Beide Worker sollen erst wenige Minuten vor ihrem Match von den Planänderungen erfahren haben. Vor der vergangenen SmackDown-Ausgabe soll McMahon sich dann doch wieder dafür entschieden haben, lieber AJ Styles den Titel zu geben, sodass kurzfristig ein weiteres US-Titelmatch angesetzt wurde. Welche Match-Konstellation konkret für den SummerSlam bezüglich des US-Titels geplant ist, muss allerdings abgewartet werden.